Der HSV war zu Gast in Köln im Auftaktspiel der zweiten Fußball-Bundesliga für die Saison 24-25. Und der HSV, was soll man sagen, holt sich mit 2:1 den Auswärtssieg beim 1. FC Köln gegen wirklich ambitionierte Kölner, die echt geilen Fußball auch gespielt haben, kann man nichts sagen. Zweimal Königsdörfer auf Seiten des HSV gestochen. Man of the Match definitiv Daniel Heuer-Fernandes. Heute wieder im Tor, weil Matteo Raab erkrankt ist. Und ganz ehrlich, alleine zum Ende der ersten Halbzeit, ja, zum Ende der ersten Hälfte hat Daniel Heuer-Fernandes einen unhaltbaren Ball gehalten, rausgefischt. Ungefähr aus 1,5 Metern Entfernung ist der Ball auf seinen Kasten gegangen und er hat mit einer Glanzparade das Ding rausgepult. Auch so Daniel Heuer-Fernandes heute ein super geiler Keeper gewesen. Also wirklich der beste Mann beim HSV auf dem Platz. Abzug in der B-Note, seine ewigen Querpässe. Ja, immer diese Kurzpässe irgendwie vor den Füßen des Gegners können richtig schnell mal in die Buchse gehen. Ja, ist heute nicht in die Buchse gegangen, aber damit sollte Ferro vielleicht mal aufhören. Also Ferro natürlich die absolute wahre Nummer 1 beim HSV. Ich hoffe, man hat jetzt beim HSV auch gesehen, dass Ferro weiterhin die Nummer 1 bleiben sollte. Ja, Ferro gehört beim HSV einfach als Nummer 1, als Stammtorwart ins Tor. Dompe, auch eine super Leistung. Wer mich ein bisschen enttäuscht hat, war tatsächlich Bakary Jatta. Zum Schluss vor seiner Auswechslung war da gar nichts mehr. Er läuft alleine eigentlich, ja, in Richtung Kölner Keeper, in Richtung Kölner Tor, fängt dann an das Traben an und spielt den Ball auch noch in die Beine seines Gegenspielers, der irgendwie noch irgendwie 5 Meter von ihm entfernt steht. Völlig unnötig und bringt damit Köln wieder in die Vorwärtsbewegung. Köln ständig in der Vorwärtsbewegung. Leute, Köln, ja, als Absteiger aus der ersten Bundesliga, ja, jetzt zu Gast in der zweiten Liga, muss man ja mal ganz klar sagen, ist nicht ungefährlich. Auch wenn sie in ihrer ersten Ligasaison jetzt natürlich nicht performt haben, sonst wäre sie natürlich nicht runtergekommen. Köln natürlich ein absolut brandgefährlicher Gegner, ja, und auch immer brandgefährlich vom Tor gewesen. In der ersten Hälfte alleine schon, ja, in den ersten Minuten der Partie habe ich gedacht, das muss hier schon 2-3 Mal einschlagen beim HSV. Dann ist es aber der HSV gewesen in der 6. Minute mit Königsdörfer mit dem 1:0, dann auch nochmal in der 35. Minute mit Königsdörfer zum 2:0 und schon sind die Kölner hinterhergelaufen. Sie sind auch die ganze Zeit hinterhergelaufen, konnten dann durch ein wirklich hervorragendes, schönes Tor noch den Anschlusstreffer markieren in der zweiten Hälfte und dann wurde es richtig haarig. Vom HSV gar nichts mehr zu sehen, der HSV nur noch hinten drinne, nur noch mit Mann und Maus, alles verteidigt da hinten und es war wirklich haarig. Die Kölner immer wieder, ja, über den Kasten, ja, über die Latte, na, hin und wieder ging der Ball dann auch mal auf den Kasten, aber dann war es Daniel Heuer-Fernandes, der dann da stand und das gerettet hat. Und woran liegt's, Leute? Richtig, die Kölner haben halt eben kein Zielwasser gesoffen. Weil dieses Kölsch, also die sagen Bier dazu, ja, dieses Kölsch, was da in Schnapsgläsern serviert wird und halt eben ein bisschen mehr Farbe hat als Wasser, ja, so ein bisschen gelb angehaucht, ja, den Dreck, den kann ja keiner saufen, das ist halt eben scheiße, ne, das ist kein Zielwasser, Leute. Kölner, da müsst ihr mal so ein richtig schönes, leckeres Düsseldorfer Alt trinken zum Beispiel. Vielleicht klappt das dann auch wieder mit dem Tore schießen. Ja, wer weiß, könnte doch sein, oder nicht? Oh nein! Aber ich habe eine Umrechnungstabelle für euch. So ein schönes Ratsherrn, ja? Schönes Hamburger Bier. Also ein Ratsherrn sind ungefähr 374 Kölsch in der Umrechnungstabelle. Also, meine lieben Kölner, wenn ihr hier in Hamburg seid, dann holt euch doch mal ein schönes Ratsherrn. Ja, vielleicht klappt das dann auch mit dem Tore schießen oder so. Also dann natürlich hoffentlich nicht im Volkspark, ja, am letzten Spieltag oder so. Oder halt eben in der zweiten Hälfte so, in der Rückrunde. Also da möchte ich das eigentlich ungerne, aber vielleicht probiert ihr das einfach mal. Dann kommt ihr mal von eurem Kölsch da weg. Die Scheiße kann doch keiner saufen, Mann. Wisst ihr auch, wie das ist. Aber gut, alles klar. Der HSV auf jeden Fall ein fulminanter Sieg im Auftaktspiel. Und da muss man ganz klar sagen, lieber DFB, bitte, 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 können wir die Saison jetzt hier einfach beenden? Der HSV hat jetzt 3 Punkte, ist Tabellenerster und geht mit der Felge nach oben in die Bundesliga und kann dann Ende August in der Bundesliga mit einsteigen als 19. Club oder so. Ist doch kein Problem. Beenden wir jetzt die Zweitligasaison. Jetzt gerade in diesem Moment beenden wir die Zweitligasaison. Der HSV geht auf Platz 1 hoch. Obwohl, warte mal, dann steigt Köln ja direkt ab, ne, in die dritte Liga. Ja, stimmt. Sind ja jetzt Tabellenletzte. Ja, gut, Kölner, aber ihr könnt ja wieder hochkommen, ne? Sonst reitet ihr halt eben auf eurer Ziege da, auf dem alten Vieh, halt eben wieder hoch in die zweite Liga und irgendwann kommt ihr in die erste. Hier, Hennis oder wie heißt das Ding, ne? Ich glaube, ja. Nichts gegen das Vieh, alles okay, wunderbar. Ich glaube, wie viele hattet ihr davon jetzt schon? Vielleicht liegt das auch einfach an diesem Geißbockfleisch. Vielleicht ist das halt eben nicht so gut, ja, dass man deswegen keine Tore schießt. Aber ist auch egal, wie...
Spaß beiseite, Leute. Köln hat wirklich super gekämpft dafür, dass sie halt eben durchgereicht worden sind in der Bundesliga. Jetzt zu Gast runtergekommen sind in die zweite Liga. Erstmal herzlich willkommen, liebe Kölner. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja auch mal wieder nach oben. Und vielleicht gehen wir auch gemeinsam nach oben. Wobei, das Drehbuch DFB ist ja noch gar nicht geschrieben, Leute. Also fest steht natürlich, dass der HSV hochgeht. Aber vielleicht ja als wieder in der Relegation, aber oder nicht wieder hochgehen, aber das erste Mal in der Relegation hoch. Und vielleicht schafft es ja St. Pauli in der Bundesliga ein paar Pünktchen zu sammeln, sodass es dann die Relegation gibt, ja, HSV, St. Pauli, beziehungsweise so rum, St. Pauli, HSV. Das Hinspiel im Volkspark wird dann 0-0 sein und das Rückspiel am Millerntor in der 95. Minute, ja, der, also 5 Minuten Nachspielzeit von 4 Minuten Nachspielzeit, die angegeben worden sind, ist es dann Robert Glatzel, der das 1-0 macht, damit St. Pauli in die zweite Liga runterholt und der HSV geht durch die Relegation hoch und holt Pauli runter. Ist doch eine schöne Idee, oder? Eine Woche lang habe ich dann definitiv frei oder kann nicht arbeiten oder so, weil ich glaube, dann brennt einfach die gesamte Stadt. Aber gut, ist auch was anderes. So weit wollen wir gar nicht denken. Spaß beiseite, Leute. Der HSV siegt im Auftaktspiel der neuen Saison. Bezwingt den ersten FC Köln, der wirklich hervorgespielt hat, mit 2-1, ja, 2 Tore durch Königsdörfer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir besser in der Verteidigung gefallen als die Saisons vorher. Es sah geordneter aus beim HSV, weil der HSV hatte echt zu tun mit der Angriffsreihe vom ersten FC Köln. Die haben ständig, nachher gab es irgendwann auch mal Dauerfeuer auf den Kasten von Daniel Fernandes. Und immer wieder war es irgendwie immer ein Hamburger Fuß, der dazwischen war. Sei es von Schonlau, von Hatzikadunic, wie auch immer. Ja, war immer irgendwie ein Fuß dazwischen und hat im Endeffekt die klare Torschance vom ersten FC Köln verhindert. Und wenn das nicht der Fall war, haben die Kölner meistens am Tor vorbeigeschossen oder oben drüber und dann ging der Ball auch mal in den achten Stock oder irgendwie sowas. Neue Regel im Fußball, ja, finde ich ein bisschen dämlich, dieses, ich darf den Schiri nicht anquatschen, ja, wenn ich kein Kapitän bin, wenn ich aber Kapitän und Torwart bin, darf ich es auch nicht, muss ein anderer Feldspieler machen, also diesen dämlichen Mist da von der UEFA oder was, den haben wir jetzt mit in den deutschen Fußball reingenommen. Meiner Meinung nach hätten tatsächlich ein paar Spieler eine gelbe Karte deswegen kriegen müssen, weil sie den Schiri angequatscht haben. Die haben kein Geld gekriegt, dann andere wiederum doch. Also irgendwie eine absolut beknackte Regel. Was sagt ihr denn dazu? Schreibt das gerne in die Kommentare. Und was sagt ihr zu diesem fulminanten Auswärtssieg, Auftaktspielsieg vom HSV gegen den 1. FC Köln? Schreibt das unten in die Kommentare und denkt dran, nur der HSV, Mann, ein Leben lang. Und nächste Woche hier in unserem neuen Haus, in meinem neuen Streaming-Keller geht das denn weiter, wenn es heißt, herzlich willkommen, liebe Hertha, liebe alte Dame aus Berlin. Ja, ihr dürft 3 Punkte gerne im Volkspark lassen nächste Woche, wenn ihr denn da seid. Und dann vom HSV wegvernichtet werdet. So sieht's nämlich aus. Und dann hier unten in meinem Keller dann natürlich der nächste Stream und nicht mehr hier im Wohnzimmer nur mit Handy und so. Also in diesem Sinne, haut rein. Schön, dass die Saison wieder da ist. Schön, danke, lieber Fußballgott. Endlich hat das Leben wieder einen Sinn. In diesem Sinne, denkt dran, nur der HSV, ein Leben lang.